Hallo, ich bin Dr. Lex. In den folgenden 2 Minuten erkläre ich dir das Wichtigste über Arbeitsverträge. Ein Arbeitsvertrag kann verschiedene Tätigkeiten regeln. So verpflichten sich sowohl die Reinigungskraft als auch die Rechtsanwaltsanwärterin oder die Kassiererin im Arbeitsvertrag zur Dienstleistung für einen Dritten. Das schafft eine persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers gegenüber der Arbeitgeberin. Diese persönliche Abhängigkeit kann durch unterschiedliche Merkmale ausgedrückt werden. So ist der Arbeitnehmer meist an Ort- und Zeitvorgaben gebunden und die Vorgesetzte darf Weisungen erteilen. So kann der Arbeitgeber einem Koch etwa das Verwenden eines Haarnetzes vorschreiben. Arbeitsmittel wie Computer oder den Firmen-PKW stellt gewöhnlich die Arbeitgeberin zur Verfügung. Wie das folgende Beispiel zeigt, kommt es bei der Unterzeichnung nicht auf die Bezeichnung des Vertrages an. Herr A. unterschreibt eine als Werkvertrag bezeichnete Vereinbarung. Darin sind Regelungen zur Kündigung enthalten. Ein Werkvertrag kann aber grundsätzlich nicht gekündigt werden. Der Inhalt weist daher trotz der falschen Bezeichnung auf einen Arbeitsvertrag hin. Muss ich den Arbeitsvertrag schriftlich abschließen? Nein. Für den Abschluss bestehen keine Formvorschriften. Allerdings ist der Arbeitnehmerin zu Beginn des Arbeitsverhältnisses ein Dienstzettel zu übergeben. Für diesen bestehen gewisse Mindesterfordernisse. So ist zum Beispiel der gewöhnliche Arbeitsort anzugeben. Das kann im Falle einer Anwältin die Kanzlei sein, im Falle einer Kassiererin die jeweilige Filiale. Laut Rechtsprechung war die Angabe Europa im Dienstzettel eines Kraftfahrers aber zu ungenau. Für den Arbeitsvertrag bestehen keine Inhaltserfordernisse. Dennoch sollten der Beginn des Arbeitsverhältnisses, Kündigungsvorschriften, Arbeitsort, die vorgesehene Tätigkeit, das Gehalt, Arbeitszeit sowie Urlaubsanspruch aufgenommen werden. Daneben sind jedoch noch viele weitere Regelungen möglich. Auf Musterarbeitsverträge sollte man sich aber nicht verlassen, da diese niemals die konkrete Situation von Arbeitnehmer und Arbeitgeberin berücksichtigen. Um spätere Schwierigkeiten zu vermeiden, ist jedenfalls fachliche Unterstützung bei der Erstellung und beim Abschluss eines Arbeitsvertrages ratsam. Du willst mehr zu diesem Thema erfahren? Besuche uns auf unserer Website www.alex-frank.com.